Ich bin Lou und ich bin die Sängerin. Ich bin Timo und ich bin der Schlagzeuger. Ich bin der Fabio und ich bin der Bassist. Ich bin Joschka und ich bin Gitarre. Und ich bin der Dennis und ich spiele ebenfalls Gitarre. Ja, also wir haben nach unserer EP direkt weiter Songs geschrieben und arbeiten jetzt momentan an unserem
Debütalbum. Und genau, wir sind da jetzt inzwischen schon relativ weit, sind jetzt momentan bei den Vocal-Aufnahmen. Und ja, es wird auf jeden Fall sehr fett. Ja, der Name Pentastone war von Dennis eine Idee. Ich glaube, der kann da mehr zu sagen. Ja, ich habe mir tatsächlich einfach schon Jahre vor der Band mal gedacht, wenn ich irgendwann mal in einer Band spiele, wie könnte die denn heißen? Da war wirklich mal in einer Band zu spielen eigentlich noch gar nicht Thema. Ja, und als wir dann die Band hatten, kamen wir dann auch irgendwann drauf, so ja, irgendeinen Namen bräuchten wir vielleicht so langsam mal. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich habe mir da mal Pentastone ausgedacht und niemand hatte eine bessere Idee. Also haben wir den dann einfach genommen. Also wir sind alle zusammen auf die Schule gegangen und haben uns dann gedacht, wir könnten mal zusammen in einer Band spielen. Drei von uns sind vorher schon mal in einer Abi-Band gewesen, aber genau, dachten, können da mehr draus machen. Das war Stuck in the Sky und jetzt kommt How It Feels. Also es war auf jeden Fall cool, 2018 auf Tour zu sein, weil wir da auch unsere EP rausgebracht haben und eben das erste Mal die Gelegenheit hatten, auch in anderen Städten zu spielen, in denen wir zuvor eben noch nie waren. Wir waren in Berlin, in Hamburg, da war ich auch persönlich noch nie und in Essen und das war auf jeden Fall eine neue Erfahrung für uns und das war sehr, sehr cool. Die Band war super nett, also Falsey, props to you. Und ja, wir hoffen, dass wir nach Corona dann auch mal wieder auf Tour gehen können.
Wir hatten nämlich auch auf der Tour ein paar Videomenschen dabei und wir haben irgendwann nachts in Berlin auf die Idee, wir müssten uns eigentlich ein Andenken stechen lassen in Form eines Tattoos. Haben wir auch gemacht, haben dann tatsächlich unser Logo hier die meisten auf das Handgelenk gebracht und generell Berlin gab es lustige Geschichten, weil wir haben tatsächlich 3 Stunden lang nach einer Kneipe gesucht und haben keine gefunden. Irgendwann kamen wir in eine Kneipe, wo es hieß, hier dürfen nur Frauen rein. Und dann dachten wir uns, okay, gehen wir heute einfach auf und gehen einfach nach Hause ins Bett. Dann haben wir wenigstens gut geschlafen. Keine Ahnung. Ja, also ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, wir würden gern halt auch viel ins Ausland gehen. Halt Europa ist ja erstmal näher, obwohl, glaube ich, von uns allen der Traum ist, dass wir irgendwann mal eine USA-Tour spielen. So einfach, weil wir auch von unseren Produzenten da viel gesagt bekommen haben, so, oh, wir haben die erste USA-Tour gespielt, das ist halt so geil dort mit den ganzen Leuten und so. Aber ich denke, wenn wir tatsächlich hier mal auch in Europa, irgendwie in Frankreich oder auch, keine Ahnung, irgendwo anders Ausland spielen würden, das wäre für uns alle schon ein großes Stück und wäre ziemlich cool.
Also ich mache mal den Anfang so. Wir kommen alle so ein bisschen aus unterschiedlichen Genres von Anfang an. Also ich komme eher so aus dem Punk-Bereich, halt Bad Religion und keine Ahnung, so richtig Oldschool Skaterpunk, so, also Minor Threat und sowas. So. Deswegen auch in unserem Musikstil eher so mein das ist ja eine Wespe. Mein Bassspiel ist eher so ein bisschen auf schnelle Achtel angelegt und auf Durchhauen, anstatt auf irgendwelche rhythmischen Arpeggios oder sowas. Und genau, das ist so meine Herkunft musikalisch. Gib mal weiter an Timo. Ja, ich habe auch meine, ich sag mal, Anfänge von meinem Metal-Hör-Geschichte, sag ich mal, oder generell die Geschichte, waren auch so Rise Against, die typischen Geschichten, die ich so ein bisschen gefunden habe, so dieser Post-Hardcore. Wird dann später auch härter in Richtung Stick to Your Guns, ist quasi meine derzeitige Lieblingsband, kann man sagen. Und The Ghost Inside sind so meine, ich sag einmal, Einflüsse, weil auch dieses schnelle Schlagzeugspiel, dieses sehr energetische, abwechslungsreiche, eher punkige, finde ich persönlich sehr ansprechend, macht mir sehr viel Spaß. Und ich denke, das hört man auch öfter mal in den Songs ein bisschen durch. Genau, und das ist so meine Standbeine quasi. Ja, also unsere musikalischen Einflüsse variieren definitiv von Person zu Person. Ich kam zum Rock- und Metal-Bereich vor allem durch Nu-Metal. Also Linkin Park ist meine All-Time-Favorite-Band. Ich liebe aber auch Limp Bizkit und System of a Down, aber auch sehr, sehr viele Female-Fronted-Bands, wie eben Mariah Brink von In This Moment oder Taylor Momsen von Pretty Reckless sind auf jeden Fall so Vorbilder, die ich schon immer im Kopf hatte und wo es natürlich auch unglaublich wäre, wenn man irgendwann mal die Gelegenheit hat, die entweder zu treffen oder mal mit denen zu spielen. Das ist auf jeden Fall so ein Traum von mir. Ja. Ja, ich höre sehr viel Stoner Rock und Psychedelic Rock, also Queens of Stone Age oder Color Haze, sowas in die Richtung. Da findet eher seltener was, also den Weg in unsere Musik, aber auch an der einen oder anderen Stelle. Ja, genau. Ja, bei mir haben sich die musikalischen Einflüsse über die Zeit auf jeden Fall auch geändert. Also ich habe auch angefangen so relativ typisch mit Green Day und Linkin Park, so als die Rock-Einstiegsbands. Habe über meinen Vater dann auch viel Classic Rock gehört, so Foreigner und Sachen in die Richtung. Höre inzwischen auch sehr viel Metalcore, Beartooth und alles, was da so dazu gehört. Genau, also auch sehr weite Einflüsse auf jeden Fall. 2018 haben wir die erste EP mit 5 Songs veröffentlicht, die ist auf Spotify, YouTube. Zu dem einen Song haben wir auch zu Poison Mind haben wir auch ein Video gedreht. Ja, und jetzt wird dann mit unserem Debütalbum kommt auch noch ein Video zu Stuck in the Sky dann raus. Und genau, das wird fett. Wir freuen uns alle tierisch drauf. Also unsere EP Poison Mind war natürlich so die Anfänge und wir haben mit diesen Songs eben unseren Sound gefunden, uns gefunden. Sie ist noch sehr, sehr raw und wir freuen uns mega, das Album zu veröffentlichen, weil da der Sound ist zwar gleich geblieben, aber da hört man auf jeden Fall schon noch mal so eine Entwicklung und wir sind einfach reifer geworden und haben unseren Sound wirklich gefunden. Und bei der EP haben wir den halt noch so ein bisschen gesucht und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf die Reaktion, wenn das Album rauskommt. Wir wissen leider noch nicht genau, wann. Durch Corona mussten wir ziemlich lange Pausen machen, aber es ist geplant, dass es 2020 noch rauskommt, also freuen wir uns da auf jeden Fall schon drauf. Oh,
jeden Fall Purple Sessions abonnieren und folgen, weil das sind sehr coole Jungs, sind sehr engagiert dabei. Bitte folgen, ja. Die Glocke nicht vergessen, ja. Die Glocke, ja. Absolut. Ja, finde ich auch. Super. Top. Ja. Top. Super Aktion hier. Und das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Das ist unser Bandmotto, ja.